Der AfD-Politiker Peter Böhringer ist in einem Radiointerview wohl wirklich komplett ausgerastet. Das Interview geht circa 11 Minuten lang und er wurde auf verschiedene Themen angesprochen und schlussendlich hat es ihm gereicht, sodass es rausgeplatzt ist. Wir gucken uns das Ganze gemeinsam an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt für kritischen Content ein Abo dalassen. Und wir wissen ja um die Situation, seit die AfD existiert, wird sie versucht, klein zu reden, fertig zu machen. Aber eben nicht auf der Sachebene, wie wir immer wieder wissen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und das, was man bei der Partei, genauso wie bei diesem Radiointerview, nämlich jetzt wieder exemplarisch sehen kann, es wird irgendjemand darauf angesprochen, was jemand anderes aus der Partei mutmaßlich gesagt hat. Warum wird der Kandidat denn nicht selber darauf angesprochen? Das ist doch eine ganz logische Konsequenz. Oder geht man hin und fragt dann Robert Habeck, warum Frau Baerbock gesagt hat über die Situation, wir sind im Krieg mit ... und so weiter? Habe ich noch nichts von mitbekommen. Bisschen, das ist doch absolut lächerlich, was hier gemacht wird. Wenn die Journalisten genauso bei den anderen Parteien vorgehen würden, wie bei der Alternative, dann könnte man ja darüber diskutieren, die sind ja immer so. Aber das sind sie eben nicht. Wir sehen eine komplett verquerte oder ja keine ausgeglichene Berichterstattung. Und das ist es, was ich persönlich so anmaßend, sagen wir mal anmaßend an der Stelle hier finde. Das Ganze geht zurück hier auf so einen Artikel, den ich gerade eben gelesen habe, während ich hier warte. Zitat, Unverschämtheit, absolute Unverschämtheit. So ist er ausgerastet und war wohl ordentlich. AfD-Politiker rastet im Radio komplett aus, schreiben sie hier. Und den Peter Böhringer, wenn einige von euch kennen, ist der AfD-Parteivize. Und der ist in einem Radiointerview, wie sie hier schreiben, mit dem Deutschlandfunk komplett ausgerastet. In dem Gespräch mit Moderatorin Sandra Schulz, die kriegt kein Wunschkennzeichen, ging es um den aktuellen Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster in NRW. Ich habe ja auch darüber berichtet. Die Richter sollen klären, ob der Verfassungsschutz, die AfD und die Jugendorganisation Junge Alternative als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf. Und dazu muss man ja Folgendes sagen. Das Ganze ist ja schon seit 2 Jahren so, dass er so eingestuft wurde. Jetzt hat es 2 Jahre gedauert, bis die einen Gerichtstermin dazu haben und jetzt soll die Feststellung stattfinden. Jetzt aber sagt Dr. Christian Konrad, der Anwalt von der AfD, wir haben im Januar 4200 Seiten Unterlagen von Ihnen bekommen und 116 Stunden Filmmaterial. Wir benötigen etwas mehr Zeit, um das alles zu sichten und zu analysieren. Und das Gericht lehnt diesen Antrag ab. Und die Presse berichtet darüber, AfD scheitert vor Gericht, AfD, was weiß ich, versucht den Prozess zu verlängern, versucht den Prozess rauszuzögern etc. Das alleine bestätigt doch wieder, dass nicht seriös darüber berichtet wird. Die AfD hat ganz normal sachlich einen Antrag vorgestellt oder eingereicht, wie auch immer das vor Gericht heißt, hat darum gebeten, nett, freundlich gefragt, können wir da uns bitte darauf einigen? Wir müssen das ja irgendwie noch bearbeiten. 4200 Seiten in 4 bis 6 Wochen, 8 Wochen ist ein bisschen schwierig. Nö, macht ihr nicht. Zugleich hat die Alternative bzw. der Anwalt vor Gericht gefordert, dass die Einstufungsberichte, dass es rechtsextremistisch gesichert wäre, das ist ja in Sachsen und Sachsen-Anhalt der Fall laut dem Verfassungsschutz jeweils dort vor Ort, dass man dafür bitte die Gutachten bekommt. Kriegen sie auch nicht. Da fragt man sich, wie will man denn einen Angeklagten verteidigen, wenn man nicht weiß, was der Fall ist? Das kann man mir gerne als juristischen Laien mal versuchen zu erläutern. Mach das gerne jetzt mal in den Kommentaren. Das wird mir nicht klar, wie das funktionieren soll. Also, das ist doch unfassbar. Ich kann doch nicht hingehen. Du hast gestohlen. So, das war's. Das ist jetzt der Vorwurf. Du bist ein Dieb. So, und dann fragt jetzt der Beschuldigte, ja, wann soll ich denn das gemacht haben? Das sage ich dir nicht. Aber was soll ich denn geklaut haben? Das sage ich dir nicht. Willst du mir irgendwas dazu sagen? Nö, ich sag das aber. Das ist doch Unsinn. Ich glaube, ich bin im Irrenhaus. Aber das Ganze geht hier weiter. Zurück aufs Radiointerview. Schon bei der ersten Frage der Moderatorin, ob sich die AfD nicht genug von rechtsradikalen Positionen absetze, schaltete der Bundestagsabgeordnete auf Angriff. Um dieses Thema gehe es bei dem Prozess gar nicht und da hat er vollkommen recht.
Nach seiner Meinung hätte der Verfassungsschutz auch bei allen anderen Parteien Beobachtungsansätze. Es komme schließlich überall vor, dass Blödsinn geredet wird. Und natürlich, da hat er vollkommen recht. Wenn man sich verschiedene Vorkommnisse anguckt, ich hatte darüber berichtet, dass eine Grünen-Politikerin betrunken und dann noch den Haargruß gemacht hat vor den Polizisten, verhaftet wurde. Haben wir nichts mehr von gehört. Eine kurze Nachricht in der Presse. Das war's. Thema durch. Nix. Nein, stellt euch mal vor, das hätte einer von der Alternative gemacht. Da hätten wir das Parteiverbot komplett. Aber ich will auch mal eine Vorhersage machen. Dieser Prozess, das wird nicht jetzt in der kurzfristigen Zeit entschieden oder ähnliches. Das wird länger da weitergehen. Aber man hat ja schon in der Schublade das nächste Gutachten vorliegen, wie wir wissen. Ich habe ja auch darüber berichtet. Und das Ganze wird darauf hinauslaufen. Die junge Alternative, kann ich mir vorstellen, dass die verboten wird. Weil das ist, soweit ich weiß, ja nur ein Verein. Und die AfD, die wird als Partei nicht verboten. Die Einstufung wird sie aber auch behalten. Das ist meine Vorhersage. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht liege ich richtig. Ihr könnt ja mal eure Vermutungen in die Kommentare reinschreiben. Also ich glaube, dass es genau in diese Richtung hier halt gehen wird. Und wenn das legitim ist, weil da jemand dies gemacht hat, das gesagt hat und so weiter, können wir da gerne nochmal drüber diskutieren. Solange ich diese Gutachten aber nicht vorliegen habe und selbst die Partei bzw. der Anwalt noch nicht mal, können wir das nicht. Das ist halt schon krass. Sehr, sehr krass. Das Ganze geht hier weiter. Auch auf Nachfrage geht Böhringer nicht ein, spricht nur von permanenten Falschmeldungen, über seine Partei. Aussagen von Parteimitgliedern würden böswillig ausgelegt. Und diese Wahrnehmung habe ich ehrlich gesagt auch, besonders bei der AfD. Wir sehen es aber auch teilweise bei Hubert Aiwanger, haben wir es ja gesehen, bei den Freien Wählern, weil es sehr, sehr kritisch geäußert hat, die Demokratie zurückholen auf dieser Bühne in, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, schreibt es gerne nochmal in die Kommentare rein, irgendwo in Bayern war es ja, als er da auf der Bühne war und diesen in die Menge gerufen hat und tosenden Applaus erfahren hat dadurch. Das wurde ihm und wird ihm ja heute noch sehr, sehr zur Last gelegt. Und da muss man sich mal vorstellen, was denn? Also unfassbar, was da gemacht wird. Und das sehen wir halt nur bei den Parteien, die halt wirklich ampelkritisch sind. Die halt wirklich sehr kritisch agieren und vorgehen. Das Ganze geht dann hier weiter. Riesenärger dann, als Böhringer auf ein Zitat von AfD-Mann Dr. Maximilian Krah, Spitzenkandidat bei der Europawahl, angesprochen wird. Der hatte über Umvolkung gesprochen, dann, dass angeblich andere Kulturen Deutschland und Europa unterwandern würden. Zitat, wie lange wollen Sie noch damit... Wie lange wollen Sie damit noch weitermachen, Frau Schulz? Pump Böhringer versucht, die Moderatorin zu unterbrechen. Die ließ nicht locker, was den Politiker zum Ausrasten brachte. Unverschämtheit, absolute Unverschämtheit, schrie er. Tja, Leute, nochmal, warum fragt man nicht den Betroffenen? Fragt doch den Betroffenen, was er damit meint und geh doch da in ein Gespräch. Warum willst du denn über die Dritten reden? Das ist doch Quatsch. Nein. Zum Ende des Gesprächs will Deutschlandfunk-Moderatorin Schulz dann noch wissen, ob die AfD das Urteil akzeptieren würde. Und da sagt der Böhringer nur, schauen wir mal. Tja, Leute, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Es ist eine Telenovela, Seifenoper, wie auch immer man es nennen möchte. Es gebührt aber nicht einer Bundesrepublik Deutschland. Das muss man ja wirklich nochmal ganz unemotional, ganz rational hier an der Stelle klipp und klar festhalten, wie ich persönlich finde. Ich bin gespannt, was rauskommt. Wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr es hier zuerst. Deswegen jetzt abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten und ciao.